Willkommen aus Madrid. Heute und gestern findet hier der Minibus Eurotest 2019 statt. Ja genau, wir küren mal wieder den Minibus des Jahres und wir haben 5 Teilnehmer in diesem Jahr. Wer ist denn alles dabei? Ganz links oder rechts, je nach Betrachtungsweise, steht der MAN. Es ist ein MAN TGE Intercity 4x4. Richtig gehört, ein Fahrzeug mit Allradantrieb für den urbanen Bereich. Man kann ja nie wissen, wann mal die Straßen sich in Schlammpisten verwandeln. Daneben steht der neue bzw. der Iveco Daily 2019. Eine ganze Menge ist an dem Fahrzeug neu, ein bisschen neu an der Optik und eine ganze Menge Sicherheits- und Assistenzsysteme sind verbaut, auch in einer Intercity-Ausführung. Daneben steht der neue Mercedes-Benz Sprinter 75. Der hat ja den 77er abgelöst. Das war ein Dreiachser. Gab es ja immer so ein bisschen Probleme mit der dritten Achse, Reifenverschleiß und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Nun haben wir ein zweiachsiges Fahrzeug, aber immer noch mit einer maximalen Fahrgastkapazität von bis zu 38 Fahrgästen. Auch hier modernste Technik mit an Bord. Neben dem Mercedes steht ein Fahrzeug von Fercui. Das ist ein spanischer Aufbauhersteller, auch auf Iveco basiert dieses Fahrzeug und ist auch ein Überlandbereich und der besitzt im Heck eine Niederflurparcours. Daneben steht von Inca ein vollelektrischer Batteriebus und dieses Fahrzeug hat eine Reichweite von um die 200 Kilometer. Genau, das sind also die 5 Kandidaten. Sehr ähnlich und doch ganz unterschiedlich. Jedes Fahrzeug hat seine Stärken und ist natürlich für spezielle Einsatzzwecke designt. Gut, ich werde jetzt mal ganz kurz jedes Fahrzeug ein bisschen näher vorstellen und sage dann auch noch mal etwas zum Fahren. Jetzt sitze ich hier also im MAN TGE Intercity 4x4. Wir haben also tatsächlich, ich habe mir sagen lassen, um die 20 Sicherheits- und Assistenzsysteme hier verbaut. Wir haben hier einen Totwinkelassistent, wir haben natürlich EABS, also Notbremsassistent, wir haben City-Notbremsassistent, was nichts anderes bedeutet, der erkennt auch Fußgänger. Fahren tut sich das Fahrzeug wirklich gut, wie ein PKW. 8-Gang-Wandlerautomatik, das muss man sich mal reinziehen. 8-Gang, das ist schon wirklich viel. Da findet man eigentlich immer den optimalen Drehzahlbereich. Die Spiegel, ja gut, die sind jetzt halt wie ein Transporter, nicht übermäßig groß, aber auch hier würde ich sagen, es funktioniert auch in der Praxis. Die Sicht nach vorne für die Fahrgäste ist ja kastenwagenmäßig ein bisschen eingeschränkt. Hier würde ich mir jetzt persönlich, wenn ich damit reisen würde, wollen noch eine etwas größere Frontscheibe wünschen, aber man kann nicht alles haben. Wie gesagt, man kann auch mehr haben wollen, aber dann kostet das Ganze natürlich auch sofort entsprechend mehr. Jetzt bin ich im Fercui Interurban, so nennt sich dieses Fahrzeug. Das ist ein Hochbodenfahrzeug auf Kastenwagenbasis, Iveco Daily ganz klar. Hier ist jetzt auch kein Automatikgetriebe verbaut, sondern ganz klassisches 6-Gang-Schaltgetriebe. Genau, was mir hier auffällt, ist, die Spiegel sind viel größer als beispielsweise im Mercedes, im neuen Sprinter. Das ist ja immer wichtig, gerade in der Stadt, maximale Sichtbarkeit, weil hier ist doch immer eine Menge los. Im Vergleich zum Mercedes-Benz Sprinter ist der Motor hier deutlich lauter, also deutlich stärker zu vernehmen. Was aber auffällt, ganz so spielerisch fährt er sich jetzt nicht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass man hier ein bisschen eingebaut sich fühlt, vorne als Fahrer.
guck mal, ob ich mir den Sitz. Nee, also sagen wir mal so, der Sitzverstellweg nach hinten reicht jetzt für mich, aber weiter geht's halt nicht. Und ich sage mal, ja, ist gerade so ausreichend. Die Verzögerung des Retarders ist jetzt nicht übermäßig berauschend, aber er bremst. Und wenn man ein bisschen vorausschauend fährt, dann ja, sollte es auch ausreichen. Ich befinde mich jetzt hier an Bord des Indka Elektrobusses, ein Stadtbus. Der wird angetrieben von natürlich batterieelektrischer Kraft. Also der Motor befindet sich hier quasi unter mir in der Mitte und über eine Kardanwelle wird das Ganze konventionell an die Iveco-Achse übertragen. Die Beschleunigung ist schon beachtlich. Da kann man kaum meckern. Und wenn ich runtergehe, dann habe ich gleich die Bremsfunktion. Das heißt, ich habe jetzt schon gespürt, die Verzögerung ist so stark, dass ich eigentlich kaum das normale Bremspedal zu benutzen brauche. Wir haben hier vorne auch keine klassischen Anzeigen mehr, sondern hier wurde alles digitalisiert, entsprechend angepasst auf den Elektrobus. Die Reichweite soll um die 200 Kilometer betragen. Das kann ich natürlich jetzt nicht verifizieren. Glauben wir das einfach mal. Ja, man hört jetzt so ein bisschen, ich fahre so Tempo 40 und der Motor macht sich schon bemerkbar durch ein interessantes, ja so, ich nenne es mal Pfeifgeräusch. Müsste man mal sehen, wie sich das Ganze so anfühlt bei längerer Benutzung. So, ich befinde mich jetzt hier also im Sprinter City 75. Der 75 hat quasi den Sprinter City 77 abgelöst. Den gibt es nicht mehr, also keine drei Achsen, sondern nur noch zwei Achsen. Was wurde daraufhin verändert? Ganz klar, wir haben jetzt hinten eine 5-Tonnen-Achse und vorne eine 2,1-Tonnen-Achse verbaut. Damit können dann auch die höheren Gesamtgewichte realisiert werden. Schönes kleines Lenkrad, bisschen PKW-mäßig. Wenn ich hier so mal vorne gucke, die Armaturen sind sehr groß. Damit unterscheidet sich das Auto ein bisschen auch von anderen Minibussen auf Kastenbasis, die ja eher so kleines Mäusekino haben, ist hier nicht der Fall. Wie ist die Sicht in die Spiegel? Ja, als großbusverwöhnter Fahrer muss man sagen, ist der erste Eindruck ein bisschen klein, die Spiegel. Muss man mal gucken, wie das sich dann im praktischen Fahrbetrieb auch bemerkbar macht. Sicherlich wird es reichen. Ich hoffe auch, dass man dann auch genügend Sicht nach außen hat. Ist ja mal so eine Frage der Sicherheit. Wir haben hier vorne rechts noch, sieht man jetzt gerade nicht in der Kamera, so eine Art Rampenspiegel, der ist verbaut worden. Eigentlich auch eine schöne Geschichte. Jetzt bin ich an Bord des Iveco Daily 2019 Stadtbus-Version. Was ist neu an diesem Fahrzeug? Grundsätzlich ein bisschen hat sich ja am Design verändert. Außen nicht allzu viel. Wir haben jetzt allerdings LED-Scheinwerfer vorne. Also jetzt haben wir auch eine elektrische Lenkung und dazu haben wir hier auch so einen sogenannten City Mode. Das heißt, wenn ich hier vorne auf den Knopf drücke, dann lässt sich die Lenkung deutlich einfacher betätigen, also richtig spielerisch. Wenn ich wieder den Knopf betätige, dann haben wir wieder eine ganz normale
Geschichte. Ansonsten, das Lenkrad ist ein bisschen kleiner geworden, also sehr handlich, so ähnlich wie bei Mercedes oder auch MAN, was wir jetzt hier auf dem Vergleichstest haben. Klar, was wir hier auch haben, ist der typische Kastenwagenausbau, eine relativ niedrige Scheibe. Für die Fahrgäste von hinten ist die Sicht nach vorne also nicht wirklich gut. Ansonsten ist hier verbaut eine Automatik, ein automatisiertes Schaltgetriebe von ZF. Und wie man spürt, oder wie ich spüre jetzt hier, es schaltet gut, kaum merklich und auch immer dann, wenn es muss, also logische Schaltvorgänge.